Moin moin, liebe Zweitag-Freunde. Hier ist wieder euer Zweitag da. Machen wir wieder eine kurze Sonntagstour. Heute sind es zwar 10 Grad nur, aber die Sonne scheint und das Wetter wollte ich nutzen. Außerdem ist heute was ganz Besonderes gewesen. Und zwar, so besonders ist es jetzt nicht, aber ich habe endlich meine ersten 100 Abonnenten. Und da wollte ich mal ein kräftiges Dankeschön drücken an euch, an alle die immer fleißig meine Videos kommentieren und verfolgen, angucken. Und auch an meine Simson-Truppe, die ganzen Berliner, die Neuköllner, wo sie nicht alle herkommen. Kräftiges Danke an euch. An die ganzen Touren, die wir bis jetzt hatten. War bis jetzt ein geiles Jahr. Ich hoffe, nächstes Jahr wird noch besser. Grüße hier raus an Flo, Stefan, Martin, Sebastian, David, Trittbrettfahrer, die er bei WhatsApp heißt. Ich habe jetzt seinen Namen vergessen. Ich hoffe, du bist nicht allzu sauer. Ich denke, du nimmst es mit einem Lächeln. Und ja, falls ich jetzt noch irgendwie einen vergessen habe aus meiner Gruppe, nimm's mir nicht übel, ich bin heute wieder ein bisschen aufgeregt. Heute ist die Kamera wieder on air. Da ist die Nervosität ein bisschen höher als sonst. Ja, ansonsten friert mir gerade meine Fresse ein. Finde ich eh so geil. Ich fahre jetzt hier einfach mal ein paar Butterwege. Guck mal ein bisschen, was ich noch nicht so abgefahren bin. Vielleicht hatte die noch andere mit bei. Kamera habe ich hier jetzt angelegt. Vielleicht kann ich ja die ein oder anderen Fotos machen. Oder mal gucken, vielleicht kommt was auf YouTube mal raus. Ist jetzt nicht eine hochprofessionelle, aber vielleicht kommt noch das ein oder andere Objektiv, dass ich dann halt professionellere Fotos machen kann. Und ja, ansonsten, wie ihr gesehen habt, wir haben endlich meinen neuen Tank drauf. Der ist endlich fertig. Der war ja schon eine ganze Weile fertig, aber jetzt habe ich ihn raufgemacht. Der sieht von oben so Porno aus, ey. Richtig geiles Ding. Ich hoffe, euch gefällt das auch. Die Seitendeckel, die passen ja jetzt noch nicht ganz dazu. Aber der Winter hat ja gerade mal erst angefangen, beziehungsweise noch gar nicht angefangen. Und dann werden wir auf jeden Fall die Seitendeckel abheben und strahlen lassen. Und dann noch das Muster, was hier drauf ist, jetzt ist geil, jetzt machen wir auf die Seitendecke, dass das passt. Wann noch kommt, auf jeden Fall in den nächsten Wochen wahrscheinlich. Ich denke mal so Dezember, Januar. Mal gucken, ob die eine oder andere Seite einen Sale ausspuckt mit 10% oder sowas. Achso, an meine Simson-Truppe. Also ich habe mal Ostasien gefragt wegen Black Friday, aber jetzt steht noch nicht in Planung, vielleicht machen wir ja doch noch was. Keine Ahnung. Und ja, auf jeden Fall, was ich jetzt so sagen wollte, ich kaufe mir auf jeden Fall von vorne eine Scheibenbremse. Eine Z von ZT Tuning. Für umgerechnet 350 Europas. Dann will ich noch bei Sachsen Moped Felgen in Schwarz holen, für vorne und hinten, dass dann alles stimmig ist. Und ja, mal kicken. Ich hoffe, dass das alles so klappt, wie geplant. Jetzt mit Corona, alles ist zu. Ich bin jetzt erstmal wieder zu Hause. Alles, Küchen, Kosmetik, alles, was jetzt geschlossen wurde. Kann man jetzt wieder zu Hause rum. Und ja, mal sehen, ob das alles so klappt, wie ich es mir vorgestellt habe. Ansonsten, ich auf jeden Fall unten rum neue Setup, neue Gabel. Die Foil da vorne schon durch, die ist schon angelaufen. Verstärkte Gabelbrücke. Also hier oben, da ist ja ohne Standard Gaserndruck. Hier Pulver und Anthrazit. Und ja, okay, lasst euch überraschen. In den nächsten Wochen kommt auf jeden Fall dies oder das. Fahrvideos werde ich jetzt nicht so viele machen. Ey, das ist dann doch schon ein bisschen zu kalt. Ich könnte mich ja eine Pussy nennen, da habe ich kein Problem mit, aber
Du kennst es wahrscheinlich selber, das ist dann halt, wenn du so eine halbe Stunde, Stunde fährst, dann friert dir schon alles weg. Jetzt mit der Sonne mag es vielleicht noch gehen, aber ansonsten, Alter, ist das schweinekalt. Ich meine, ihr seht schon, wie die Nase richtig weggefroren. Der zweite Eiszapfen bildet sich schon langsam am rechten Nasenloch. Aber im Sommer kommen dann ein paar mehr Videos. Da sind ein paar mehr Ausfahrten geplant. Bis jetzt. Ich hoffe, Corona macht uns dann nicht wieder einen Strich durch die Rechnung. Das wäre echt blöd. Schon wo ich meine Simmer aufgebaut habe, eigentlich gefreut. Yeah, geil, Alter, Ausfahrt hier, Treffen da. Und dann kommt Corona. Und schon 30 Jahre, so. Und ja. Die ein oder andere aus, da konnten wir dann doch teilnehmen, aber so mit ankicken und so alles. Weil hier so schön mit denen Oldtimer treffen, das war ja cool. Waren jetzt hier so viele Mopedfahrer, mehr Autos als Mopeds und Motorräder. War trotzdem cool. Ja, das da in Germdorf, das war auch echt cool mit den 180 Leuten circa. Der Ausfahrt, die war wirklich richtig entspannt und dann kam ja German East Drivers, wo das alles ein bisschen schneller ging. Das hat auf jeden Fall richtig Spaß gemacht. Ja, mal gucken, wie das nächste Jahr wird, ey. Auf jeden Fall hoffe ich, geiles Wetter, geile Simsons und eine Menge Spaß. Boah, das ist auf jeden richtig kalt hier, Alter. So, wo wir jetzt hier sind, weiß ich selber nicht. Fahren wir hier lang. Gucken, was das hier so gibt. Wahrscheinlich nicht. Gehen wir in Sackgasse. Jetzt mal Grund und Boden hier checken. Boah, wo bin ich hier denn hier gelandet, Alter? War ich ja noch nie, oder? War ich ja schon mal? Ach doch, ist so ein Erdbeerfeld, Apfelfeld, irgendwie sowas. Stimmt, hier war ich doch schon mal. Ja, auch schon 100 Jahre her. Blumberg, Elisenhaus und da, okay. Drück einfach mal wieder eine Runde. Von zurück und da hinten hin weiter geradeaus. So machen wir das. Mal gucken, was hier kommt. Sackgasse, glaube ich. So. Und dann mache ich mal ein spannendes Foto. Stellen wir mal ein gutes Stück. Mit der Kamera kriegt das jetzt nicht so geil hin. Warum muss ich das mal mit dem Handy versuchen hier? So, dann haben wir die Sache bei Instagram hoch. Und das war's.
Kamera ist jetzt doch nicht so gut. Wie gesagt, vielleicht braucht man da einfach ein anderes Objektiv. Dann sieht die Sache schon anders aus. Ein paar Einstellungen. Kenne mich jetzt auch noch nicht aus mit so einem Kamera-Gedöns. Mal sehen. Sind jetzt trotzdem erstmal mit dem Handy gemacht. Hochgeladen. Kick mir die Bilder hier mal auf der Cam auf dem Rechner an. Aber die sind jetzt nicht so gut, finde ich. Mal sehen. So, fahren wir dann auch schon wieder zurück. Aber wie gesagt, mit den Videos wird jetzt erstmal ein bisschen lütt über den Winter. Vorerst war jetzt erstmal das letzte Video fahrtechnisch. Aber nächstes Jahr, sobald es warm wird, werde ich auf jeden Fall wieder auf der Straße sein mit dem Ding. Und vielleicht die ein oder andere Neuheit am Hochbett schon vorher präsentieren. Wie gesagt, lasst euch da überraschen. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn ihr wieder einschaltet und euch mein Stuff ankickt. Ah klar, ansonsten sage ich erstmal tschüss, haut da rein und bis zum nächsten Video. Ciao!